Moin, Heinz. Hallo, Glück auf. So, ich brauche mal wieder Briketts. Ja, wie immer. Wie immer. Kannst du dir helfen? Ja, 5 Stück. 5. Mein Name ist Arthur Schwert. Ich habe jahrelang hier oben gearbeitet und komme montags immer zum Personalkauf, um mir Briketts zu holen für meinen Ofen, den ich zu Hause im Wintergarten stehen habe. Und das ist die schönste Wärme, die es gibt mit Kohle. Ne? Da kommt die Gasheizung überhaupt nicht mit. Ne? Ja, hier in der Region, die meisten Leute haben ja mit Briketts geheizt immer, ne? Die ganzen Jahre über. Ne? Und was ist das? Das war es jetzt erstmal. Ach schön. Und das fällt jetzt auf einmal, fällt das weg. Eine Ära geht zu Ende. Ne? Ja. Ist heute also wirklich das allerletzte Mal dann. Ne? Jetzt nochmal was mitnehmen und dann war's. Die Braunkohle hier für uns kommt aus dem Tagebau Hambach und sie wird über den Zug hier angeliefert, kommt hier dann in den Bunker rein und wird dort sozusagen herausgelassen aus den Waggons und prasselt dann erstmal herunter. Da sind dann 2 Aufnahmegeräte, die nehmen die Kohle auf und transportieren sie in die erste Brechereinheit hinein. Dort wird das Material hier in dieser Brechereinheit vorgebrochen, wie der Name sagt. Also aus den ganz großen Klumpen werden dann Klumpen gemacht, die maximal 8 cm im Durchmesser haben. Und von dort aus geht es dann über ein Förderband hier bis zum Nassdienst. Mein Name ist Christian Forkel, ich bin 57 Jahre alt. Ich habe in Aachen Bauingenieurwesen studiert, bin dann zur Rhein-Braun gegangen, bin seit Anfang des Jahres hier Leiter der Sparte Veredelung. Das Schöne hier in der Veredelung ist, dass man eigentlich alles in einer Hand hat. Die Planung, die Genehmigung, den Aufbau, den Betrieb, die Instandhaltung, aber auch den Vertrieb. Ja, und nachher eine zwar nicht ganz so schöne Aufgabe, auch nachher den Rückbau. Hier im Nassdienst wird das Material weitergebrochen. Nassdienst heißt es deswegen, weil dort die Braunkohle einfach noch die Feuchtigkeit hat. Braunkohle hat ja ca. 55% Wassergehalt und in dem Moment hat sie einfach noch die Nässe. Erst danach wird das Material getrocknet. Ja, mein Name ist Udo Hofstag, ich bin Steier hier in der Rohkohleaufbereitung. Ich bin seit 1985 im Unternehmen tätig, hier seit 2014 für den Nassdienst zuständig. Mein Außenbereich fängt rund im Grabenbunker an und endet dann hier am Kohleboden W34. Die ganze Rohkohleaufbereitung wird von einem sogenannten Leitschattführer unten gesteuert. Da wird die Kohle getrennt und gesiebt. Störausfall. Also erste Etage geht dann über die Vorsiebe, da wird das Feine separat getrennt, das Grobe wird abgesiebt, geht Richtung Hammermühlen. Da wird die Kohle zermahlen, dann wird die nochmal auf den sogenannten Nachsiebe nochmal abgesiebt. Was größer 8 mm ist, geht Richtung Kraftwerk. Und die feine Kohle, die geht alles Richtung Kohleboden W34. Nach dem Nassdienst kommt das Material entweder hier in Richtung des Kraftwerkes und wird dort weiterverarbeitet oder, und das ist der hauptsächliche Fabrikprozess, kommt das Material hier in die Brikettierfabrik. Wir bekommen aus dem Nassdienst fein aufgemahlene Rohkohle. Da bekommt jeder Bunker quasi die Kohle eingeführt. Jeder Bunker hat Förderstromabstreifer. Und oben ist ein Mitarbeiter vor Ort, der verteilt die Kohle
in die zurzeit betriebenen Trockner. Und in Absprache mit dem Leitschandführer regelt der Mann oben die Befüllung von der Kohle. Mein Name ist Lai Michael. Ich bin Fahrsteiger hier in der Produktion im Wechselschichtbetrieb, im Dreischichtsystem. Habe im Konzern seit 2004 meine Ausbildung angefangen und bin dann halt über verschiedene Stationen ab 2013 hier in der Veredelung in Frechen untergekommen. Ja, ich bin das Bindeglied in der Produktion zwischen der Produktionsleitung und der einzelnen Produktionsmitarbeiter und gebe halt Fahranweisungen der einzelnen Produktionsstandorte hier und Werke weiter und gucke, dass alles dementsprechend nach Vorgabe realisiert wird. Dann führen wir die Kohle weiter zum Trockner. Dort wird der Prozess mit Dampf aus dem Kraftwerk weitergeführt. Die Kohle wird dort getrocknet. Und wird dann in der Ausfallseite vom Trockner wird das Produkt ein bisschen getrennt. Die Trockenbraunkohle fällt in den Apparateredler und wird nachher Richtung Pressen weiterverarbeitet. Und der Brüden mit feinem Restanteil an Staub wird durch den E-Filter gereinigt. Dort bleibt der feine EGR-Staub an den Niederschlagsplatten haften und wird nachher über Klopfwerke abgeschieden, da wir dieses Restprodukt auch noch verwerten können. Dann geht der Brüden oben gereinigt über die Schlote in die Atmosphäre rein. Der Brüden ist das eingeschlossene Wasser aus der Braunkohle, ist der Prozess während der Trocknung. Die Braunkohle hat ca. 50-55% Wassergehalt und wir trocknen bis ca. 19-20% Restfeuchte. Und dann geht es hinein in die einzelnen Brikettierstempel. Dort wird dann die Braunkohle alleine durch Druck mit der Hitze zu den sogenannten Briketts dann zusammengepresst. Und seit Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich eigentlich in dem Brikett selber nicht viel getan. Das ist eben ein Produkt, was rein aus Braunkohle besteht, was nur durch Trocknung und durch Druck zu dem wird, was es ist. Und es kann so in den Ofen getan werden und verbrannt werden und erzeugt damit Wärme. Von daher hat sich also gerade auch in den letzten 100 Jahren an den Anforderungen an dieses Produkt nicht viel getan. Meine Berufsbezeichnung ist Pressewärter. Ich muss kontrollieren, wie gut die Briketts sind, also wie gesagt, die Glasur, die Festigkeit, ob die Maschinen vernünftig laufen, das heißt, der Ölfluss muss gegeben sein, die Temperaturen müssen gegeben sein. Natürlich muss ich auch Reinigung machen, das heißt, wenn die Kohle ankommt, entsteht Staub und den muss man natürlich entfernen. Die Kohle kommt über einen Regler zu den Füllrümpfen von den jeweiligen Pressen. Wir haben immer zwei Stränge, ja, und die werden halt immer kontinuierlich befüllt. Und nach dem Füllrumpf kommt die Kohlemühle. Und die Kohlemühle führt dann die Kohle runter bis in die Form vor den Stempel. Und der Stempel drückt die Kohle nach vorne in die Form rein mit ca. 90 Tonnen. Das sind, ja, sagen wir mal so, fast 5 LKWs, die da wirklich gegendrücken. Und dann haben wir immer diese 45 mm Bewegung nach vorne. Man hat den Pressenkopf einmal aufgeschnitten und aufgeklappt und man guckt dann so auf der Seite ein bisschen da drauf. Ja, da befindet man ja hier der Stempel, der sich am Pressenbär oder Pressenstößel befindet. Der wird halt geführt durch eine Führung oder sogenannte Vorlage, die sich vor der Unterform befindet, um den Stempel seinen Pressvorgang arbeiten zu lassen.
Die Führung und die Unterform sind montiert auf einem sogenannten Unterhaken. Darüber befindet sich die Oberform mit dem Oberhaken. Da vorne sind die sogenannten Kühlschläuche. Die Haken werden gekühlt. Die Formen werden alle separat gekühlt, weil die Kühlung auch einen großen Anteil an der Brikettqualität hat. Ich habe 1987 auf der HW Grefrath Industriemechaniker, Fachrichtung und Betriebstechnik gelernt. Bin nach der Ausbildung ortsnah eingesetzt worden und ich komme aus Frechen. Und dann bin ich hier in Frechen in dieser Abteilung stationiert worden und da bin ich heute noch. Wenn ich kontrolliere und auch hier draußen stehe und gucke wegen der Glasur und ich sehe, der Brikett, der wird heller, so hellbraun, dann erkennt man, okay, man sollte auf jeden Fall jetzt reagieren, der Brikett ist definitiv zu weich. Dann haben wir hier ein Winkelmesser bzw. Steinstärkemessung, der misst die Steinstärke, wie breit, also wie dick der Brikett ist. Ja? Und dementsprechend fängt dann an, die Steinstärke in der Halle drinne zu regulieren, mehr oder weniger, also ob er mehr Kohle braucht oder weniger Kohle braucht, damit der Brikett größer oder kleiner wird, damit das Gewicht im Nachhinein stimmt. Also was ich sehe, ist zuerst die Glasur. Ne? Das ist natürlich so, wie das halt schön widerspiegelt, ne? Wie glatt das ist. Die Kanten, ob die wirklich gerade sind und nicht brüchig. Ne? Und natürlich auch die Festigkeit. Ne? Dementsprechend fange ich dann an und versuche, den Brikett zu brechen. Dann merke ich auch, ob ich halt das Wasser aufmachen muss an der Form. Dann gibt es gerne auch die Fehler, dass wir Kleber haben. Kleber bedeutet, dass wenn die Briketts gepresst werden, gerne ineinander kleben. Und das kann man auch regulieren mit dem Wasser, ob das heißer oder mit mehr Kälte, also mehr Wasser. Dann haben wir eine Aufrissvorrichtung, falls ein Stoff entsteht, damit wir ganz schnell die Rinne aufbrechen können, so dass die Maschine im Prinzip weiterlaufen kann. Wir eine Rinne weiterfahren können, schließen und halt die Produktion weiterführen können. Ja. So. Kommen trotzdem noch weiter die Briketts, ne, und fallen automatisch runter. Unter anderem kann man aber auch sehen, ob die Form irgendwann auch den Geist aufgibt, sage ich mal so. Dann fängt die nämlich an, Riefen zu machen auf dem Brikett. Das heißt, sie drückt und produziert Riefen auf den Brikett selber drauf. Dementsprechend müsste dann auch irgendwann die Form neu gelegt werden. Ne? Wir befinden uns hier im Vorbauraum der Fabrik Frechen. Das ist der Raum, wo die ausgebauten Formen der zur jeweiligen gelegten Presse in einem Paket hier mittels Stapler angefahren werden, wo die Kollegen diese dann in Empfang nehmen, aufteilen und auseinanderbauen.
Hier werden dann die Form wieder für einen Neueinbau instand gesetzt. Die Haken werden auf Gradlinigkeit, Dichtigkeit sowie Beschädigungen überprüft. Das Gleiche gilt auch für die Formen. Die abgebauten Formen werden hier nebenan in die Schleiferei rübergebracht, wo sie neu geschliffen und aufgearbeitet werden. Diese kommen dann wieder zurück und werden dann hier in die vorhandenen Regale eingeräumt und beschriftet. Das ist die Schleiferei von Wachberg. Hier werden Brikettformen wieder neu geschliffen, damit die wieder einsatzfähig sind. Das Formstück wird vorne auf einen Magnettisch in vorgegebener Position aufgespannt. Die Maschine nimmt sich das Formstück rein, misst selbstständig den Verschleiß und schleift es nach Programm wieder neu ein. Die Formen befinden sich halt im permanenten Einsatz in der Brikettproduktion. Und jeder weiß, wo Reibung entsteht, entsteht auch Verschleiß. Und sie müssen halt nach so und so vielen Einsatzstunden neu überarbeitet werden, damit auch die Qualität wieder vorhanden ist. Wir befinden uns hier im Fräszentrum und hier werden die Pressenstempel, Formhaken, Pressenzungen, Formkeile und alles, was wir fräsen müssen, um die Sachen wiederherstellen zu können, die für den Einbau benötigt werden. Die werden in davor gesehenen Böcke aufgespannt, auf einen Nullpunkt gefahren und dann anschließend gefräst und neu graviert. Diese Programme für das Fräsen und für die Fertigstellung der Stempel nach dem Gebrauch, die sind einprogrammiert. Nach jedem Gebrauch ist natürlich auch ein Verschleiß vorhanden, was man aber nach dem Wiederaufarbeiten nichts von sieht. Aber der Stempel kürzt sich natürlich nach jedem Einsatz. Die Stempel haben eine Länge, wenn sie ankommen, von 580 mm und liegt im Minimumbereich bei ca. 530. Das ist aber auch pressenbezogen, weil jede Presse ja auch seine eigene Stempellänge hat. Stempel wiegen in der Regel zwischen Minimum 40 und knappe 70 Kilo. Sonderprägungen, wie man sie bestimmt das eine oder andere schon mal gesehen hat, die werden auch hier graviert und natürlich draußen gepresst. Aber dieses Programmieren und Herstellen von diesen Sonderdrucken wird hier an dieser Maschine gemacht. Diese Sonderbriketts werden im Vorfeld von uns mit einer schwarzen Farbe angestrichen. Dieses dient dazu, das Brikett vor Witterungseinflüssen zu schützen und natürlich auch anschließend für das Buntmalen wesentlich angenehmer ist. Das ist also eine Sonderprägung, die zustande gekommen ist aufgrund der Produktionseinstellung von Siebenzoll, die hier 120 Jahre stattgefunden hat. Unser täglicher Arbeitsablauf, der beginnt also morgens um 6. Dadurch, dass die Spätschicht und die Nachtschicht von uns nicht besetzt ist, bekommen wir erstmal über einen Störbericht und telefonisch
Informationen über eventuell irgendwelche Ereignisse, Probleme mit Pressen oder sonstiges. Und dann wird die Mannschaft eingeteilt zu dem, wo sie hin muss. Diese sind meistens zu dritt, gehen dann raus an die Presse, die ihnen zugeteilt worden ist. Wir haben für jede Presse eine vorgebaute Form inklusive Stempel hier in unserem Lager stehen. Das muss auch alles schon bis auf einen Millimeter seine Richtigkeit haben, weil sonst die Geometrie, diese Pressengeometrie nicht mehr stimmt und das Ganze dann halt nicht im Einklang läuft. Das wird am Brikett sichtbar, die Qualität lässt sichtbar nach. Und dann kommen natürlich auch die Jahre und die Erfahrung dazu, wo man genau weiß, wenn irgendetwas an der Presse oder an dem Brikett nicht in Ordnung ist, dann weiß man auch, woran das liegt und dann weiß man auch, wie man das zu beheben hat. In der Regel sind wir bei dem Gewicht, bei der komplett gebauten Unterform so bei 150 bis 180 Kilo und im oberen Bereich gehe ich mal so von 90 bis 130 Kilo aus. Nach diesen Brikettierstempeln kommen die Briketts dann in die sogenannten Kühlrinnen. Sie sind dann noch sehr heiß von diesem Pressprozess. Sie müssen dann abkühlen. Und die Briketts werden dann in langen Schlangen in diese Kühlrinne hineintransportiert und können dann auskühlen. Das ist das Schwenkrinnenfeld, wo wir an den Scheiben sehen, wie viele Rinnen wir haben. 12 insgesamt. Wenn die Zeit irgendwann um ist, also das sind meistens so 20 bis 25 Minuten, dann haben wir die eine Rinne mit neuen Briketts befüllt. Die alten Briketts sind zur Bündelei gefahren. Und dann fahren wir auf die nächste Rinne, fahren wieder die alten, die abgekühlten Briketts wieder in die Bündelei und fahren neue rein. Der Vorschubwagen ist dafür da, um den Brikett nach vorne zu schieben. Das funktioniert, indem die Zange, die vorne an den Briketts dran ist, zieht die Briketts wieder zurück. Somit entsteht eine Lücke vom Vorschubwagen bis zur Scheibe. Die Zeit kann die Scheibe eine weiterfahren auf die nächste Rinne. Und dann kommen die nächsten Briketts auf die neue Rinne drauf und schieben neue Briketts in die nächste Rinne rein, damit diese Rinne, die durchgefahren ist, halt abkühlen kann, so dass sie nicht heiß in die Bündelei einfährt. Ich persönlich habe ich mal abgemessen, habe 90 Meter circa gemessen und das ist halt echt ein gutes Stück, ne? Deswegen braucht man halt auch wirklich viel, viel, viel Druck, um halt die ganzen Briketts nach vorne zu schieben. Kommunikation. Im meisten Fall haben wir natürlich immer Stöpsel in den Ohren drin, weil es ist halt wirklich sehr laut. Und wenn angerufen wird, die Funktion von den Handys, die haben auch Vibration. Das heißt, merken wir, kriegen wir einen Anruf, gehen wir in den meisten Fall nach draußen, Stöpsel aus dem Ohr und dann kann man telefonieren. Wenn die Bündelhalle sagt zum Beispiel, dass der Brikett zu leicht ist oder er ist zu weich und dementsprechend kann man dann auch direkt interagieren. Danach der Kühlrinnen gehen die Briketts dann zwei verschiedene Wege. Je nachdem, ob es die 3-Zoll-Briketts oder die 7-Zoll-Briketts sind. Die 7-Zoll-Briketts sind von der Brikettierung hinter den Kühlrinnen dann in die Bündelei gekommen. Ja, Bündelhalle, was kann ich für dich tun? Ja, kein Problem, kümmere ich mich drum. Danke dir, ciao. Mein Name ist Sebastian Kusch. Ich arbeite hier seit circa 11 Jahren. Ich bin in allen Bereichen der Produktion tätig. Grundsätzlich bin ich gelernter Drucker. Ich habe in einem ganz anderen Betrieb gearbeitet. Ich bin hier quer eingestiegen. Meine Bezeichnung ist Anlage- und Maschinenbediener.
Die ganze Abteilung hier besteht aus mehreren Unterbereichen und es entscheidet sich jede Woche neu, wer wo eingesetzt wird. Hier wird die aktuelle Temperatur der Briketts angezeigt, die niemals über 39 Grad sein darf, weil die Briketts sich ansonsten selbst entzünden könnten und das natürlich ein riesen Gefahrenpotenzial wäre. Nachdem die Briketts aus der Fabrik gekommen sind, kommen sie hier in unsere Bündelhalle und werden von den Maschinen zusammengefasst zu 10 Kilo Paketen. Das, was die Maschine selbstständig als schlechter anerkennt, das wird halt selbstständig auch ausgesondert von der Maschine und wird dann in eine spezielle Verladung. Also hier unten drunter sind riesen Bandanlagen im Keller und da wird alles einer Verladung zugeführt und die nennen sich dann Bülos, also bündellose Briketts. Die werden halt zu einem anderen Kostenfaktor verkauft und kommen halt dementsprechend nicht in die direkte Bündelproduktion. Was ein Brikett schlecht aussehen lässt, können viele Gründe haben. Also das Maß der Briketts ist natürlich entscheidend, die Festigkeit der Briketts ist entscheidend oder die Oberfläche ist beschädigt. Das sind so die Hauptgründe, warum die Maschine die Briketts aussondert, die halt so nicht in den Verkauf sollen zum Privatkunden. Die bestehen aus jeweils drei Lagen mit je sechs Klütten drin, oder Briketts drin, wir sagen Klütten auch manchmal dazu. Und ab da an unterscheiden sich dann die verschiedenen Verpackungsvarianten. Manche werden halt nackt sofort gebunden, so wie sie sind, und gehen so weiter in die Palettierung. Andere werden noch mit einer Folie umzogen. Und danach in einem Schrumpftunnel bei 130 Grad wird die Folie zusammengezogen und bindet so die Pakete. Danach geht es weiter in die Umreifung. Da wird noch ein Band um das Paket gespannt, was später als Tragegriff dient. Also zum einen wird relativ laut gebrüllt, wenn man sich was sagen muss. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch Handzeichen, die man über die Jahre kennt, wo man weiß, was der eine von dem anderen möchte. Macht die Maschine aus oder es gibt auch, wir haben Kleber, Glasur, Festigkeit, komm mal her oder bleib besser da, logisch. Aber das ist so, wie man sich halt mit Händen und Füßen verständigen kann. Das funktioniert hier auch. Die Kombination aus Kohlestaub und Schmiermittel ist natürlich eine Riesenbelastung für Maschinen, weil das sich irgendwann zu relativ zähen Dreckklumpen bündelt. Und deswegen werden halt alle zwei Wochen am Wochenendstillstand unsere Maschinen gereinigt. Die Gewichtsaussonderung findet nochmal separat statt. Es kann auch sein, dass ein Paket durch unsere Maschinen durchgeht und aber im Bereich der Palettierung laufen die nochmal über eine Waage. Und alles, was unter 10 Kilo ist, wird natürlich ausgeschleust und das wird dann über Deputat an Mitarbeiter oder Außenstehende nochmal verkauft zu einem anderen Preis. Nach dieser Bündelei sind dann die Bündel hier in die Palettierhalle hineingekommen. In der Palettierhalle sind dann die Bündelbriketts zu Paletten zusammengestellt worden. Denn erst wenn wir große Paletten haben, macht ein Transport per LKW oder per Bahn Sinn. Mein Name ist Ramazan Gökes. Ich bin seit 1991 hier im Betrieb. Ich bin hier als Steiger tätig. Wir befinden uns hier in der Palettiererhalle. Das sind sechs Lagen auf einer Palette jeweils. Jede Lage hat 16 Pakete. Das sind 96 Pakete aktuell. Der Packmuster im Moment ist 96er Packmuster. Da werden die in Verbund gelegt und in der Mitte befindet sich ein Kühlkamin.
Der ist dafür da, damit die noch auskühlen können, damit die sich nicht selbst entzünden. Also die Palette, wenn die fertig palettiert ist, fährt sie erstmal runter auf die Rollenbahn und danach wird das erstmal horizontal umreift. Und danach werden sie viermal vertikal umreift. Der ist dafür da, damit die Palette im Verbund bleibt und dient auch gleichzeitig auf dem LKW oder auf dem Waggon als Transportsicherung. Sein will, damit das unterwegs nicht die Palette auseinanderfällt. Nach der Palettierung geht es dann hier zu der LKW-Verladung oder zur Zugverladung. Mein Name ist Wilhelm Höller. Ich bin hier tätig seit August 2003. Also hier ist die Palettierhalle. Hier kommen die Paletten letztendlich wieder raus. Und wir nehmen die dann entweder, laden wir direkt hier vom Band in die Waggons. Oder ansonsten würden wir die runterfahren, unten auf den Stapelplatz. Ja, ich sag mal, ich fahre jetzt schon 18 Jahre hier. Im Durchschnitt in der Woche, würde ich mal sagen, so zwischen 40 und 50 Waggons, die wir dann laden. Jetzt haben wir nur noch die Rills-Waggons und da gehen 44 Paletten drauf, von jeder Sorte. Ob jetzt 10 Kilo Nackte oder halt 25 Kilo oder 10 Kilo Folie. Das geht dann nachher irgendwie von alleine. Ja, kann man schlecht erklären. Ja, von daher, learning by doing. Hier aus der Palettierung kommen fertige Paletten raus. Da wir das ganze Jahr über produzieren, aber eigentlich eher nur im Winterhalbjahr verkaufen, müssen die Paletten zwischengelagert werden. Dazu gibt es hier eine große überdachte Stapelhalle und dazu gibt es hier auch Stapelflächen. Und von dort aus wird dann im Winterhalbjahr werden die LKWs beladen und werden auch die Züge beladen wieder. Wenn ich jetzt von der durchschnittlichen Leistung der letzten Jahre ausgehe, hatten wir rund 1 Million Tonnen Briketts pro Jahr. Das sind rund 8 Millionen Briketts pro Tag. Und wenn man das umrechnen will, das sind rund 400 Kilometer Briketts, wenn man die aneinander reiht, pro Tag, die wir produzieren. Und wenn wir alle Briketts dann aneinanderlegen, dann wären wir mittlerweile dreimal um die Welt herum. Also im gesamten Geschäftsfeld Veredelung haben wir bisher eigentlich 1500 Mitarbeiter rund beschäftigt. Durch den Außerbetriebnahme der Brikettierung und auch des Verkaufs der Brikettierung fallen bei uns 500 Arbeitsplätze weg, sodass wir Ende des Jahres noch ca. 1000 Arbeitsplätze hier haben werden. Verladen wird ja dann nichts mehr hier, wird ja nichts mehr produziert. Also ich denke mal, das wird dann noch verladen, bis halt nichts mehr da ist. Und dann wird die Verladung hier eingestellt. Kollegen werden dann versetzt in andere Bereiche. Wo ich 2003 hier angefangen habe, da war die Hölle hier los. Dann hatten sie hier 100 oder noch mehr LKWs am Tag. Wir haben ja sonst hatten wir ja riesen Blöcke unten am Platz stehen, wo ein Block circa zwischen 3.500 und 4.000 Paletten hatte. Der war in einer Woche war der weg. Nur LKWs. Also sobald ein LKW auf den Hof kommt, ist derjenige, der gerade frei ist, fährt dann dahin. Und dann haben die wie so eine Kreditkarte, die gibt er dem Fahrer dann. Die wird dem Stapler ausgelesen. Und dann kann er direkt anhand dem Monitor, auf dem Monitor kann er direkt sehen, was für ein Material er bekommt, welche Artikelnummer und. Wenn man hier bei der RV-Veredelung eine Abholung zu tätigen hat, meldet man sich im Anmeldehäuschen an. Bei der Anmeldung braucht man eine Referenznummer. Mein Name ist André Schrader. Ich bin 49 Jahre jung. Man fährt auf den Platz und wird hier empfangen oder abgeholt von dem Verlader, Staplerfahrer.
und dem übergibt man dann die Verladekarte. Mein Name ist Michael Rockel, ich bin 42 Jahre alt. Ich bin der Geschäftsführer der TMR-Spedition. Zu meinem 15-jährigen Firmenbestehen habe ich mir gedacht, du möchtest gerne mal irgendwas Besonderes haben. Diesen Sonderumbau, der aber speziell auch für Rheinbraun gemacht ist, der Auflieger ist für diese Umfuhren gemacht, um einen hohen Sicherheitsstandard zu haben, aber auch einen schnellen Durchlauf, dass so viel wie möglich Tonnage am Tag gefahren werden konnte. Rein theoretisch kann man sich vorstellen, dass der in der Mitte auseinandergeschnitten worden ist. Die linke Seite ist ein Getränketrailer und der rechte ist ein Code XL-Trailer Standard. Dementsprechend man die Möglichkeit hat, trotzdem noch zu gurten, aber das Plansystem links einfach ermöglicht, innerhalb von einer Minute einen LKW zu öffnen, der sonst 10 Minuten dauert ungefähr. Geschäftlich seit knapp 15 Jahren sind wir hier tätig für die Firma Rheinbraun, Brennstoff GmbH. Da im Bereich der Lagerumfuhren, aber auch die Kundenbelieferung in ganz Deutschland, zum Teil auch noch in Belgien und in Holland. Ich bin hier das Fahrzeug, das den meisten Umschlag über Jahre hin hier getätigt hat. Wir sind halt eine große Familie und das Glück auf verbindet nicht nur die Bergleute allgemein, die Übertare sind und Untertare sind, sondern auch die produzierenden Einheiten. Einheit Mensch, die mit dazugehören. Und damit gehören auch die Verkehre da dazu, was die Logistik ist, was der Vertrieb des Produktes ist in einzelnen Staffierungen bis hin zur Betriebslenkung und Leitung. Wir wussten ja, dass nächstes Jahr spätestens mit 23 vorbei ist. Wir arbeiten nicht ausschließlich für Rheinbraun. Wir haben mehrere Großkunden. Wir werden, denke ich, der Rheinbraun trotzdem noch erhalten bleiben im Bereich, dass wir in den Staubbereich reingehen. Deswegen ist es nicht ganz vorbei. Ja, ab 2023 wird es hier keine Brikettierung mehr am Standort geben. Wir haben aber nach wie vor noch das Kraftwerk hier. Nebenher produzieren wir hier am Standort Wachtberg und das auch noch in Zukunft, den Braunkohlenstaub. Das ist ein Produkt, was eingesetzt wird in der Industrie als Alternative zum Gas. Die 3-Zoll-Briketts sind eher für den Industriebetrieb geeignet und die werden als sogenannte lose Ware hier in die Brikettschuppen hineintransportiert und können dann von dort auch wieder aufgenommen werden und dann in die LKWs oder in die Zugbeladung transportiert werden. Wir sind hier auf 3 Zoll Stapelschuppen. Das ist explizit Stapelschuppen W34. Wir sagen deshalb W34, weil das von Fabrik W34 produziert, gefördert wird. Also wenn der Stapelschuppen voll ist, dann sind es hier ungefähr 8500 Tonnen. Und Auslagern funktioniert über dieses Räumergerät. Wir sagen Räumer dafür. Das hat 2 Hydraulikstempel und ein Förderband vorne und das wird mit dem Hydraulik wird dann nach vorne gedrückt. Vom 3 Zoll Stapel fällt dann die Briketts auf dem Förderband und von da aus wird das auf so ein unterirdisches Band transportiert und von da aus geht das über die ganze Bandanlage Richtung LKWs. Nachts, wenn keine LKWs da sind, die Beladung läuft ja von LKWs von 6 bis 20 Uhr. Deshalb über Nacht tun wir Waggons beladen. Je nach Auftragslage, wenn keine Aufträge da sind, wird in Stapelschuppen eingelagert. Das Brikett ist ja ein Produkt, was hier schon seit Ewigkeiten, seit Jahrhunderten in dieser Region da war. Und dieser Standort hier, Frechen, der liegt einfach nahezu Braunkohle. Ja, also hier liegt auch unter Frechen jetzt noch Braunkohle drunter, an die man aber nicht mehr naturgemäß dran geht. Aber alles, was quasi westlich von Frechen lag, im Willezug, da lag die Kohle relativ weit oben. Und deswegen hat hier auch die Brikettierung ihren Anfang genommen und die Braunkohlenutzung insgesamt. Ja, die ersten Briketts, also richtig gepresst, wurden hier Ende des 19. Jahrhunderts am Standort in Frechen. Und die Fabrik hier entstand 1902, also Anfang des 20. Jahrhunderts.
Der erste Werk, was hier am Standort Frechen war, war das Werk 1 mit 6 Pressen und 8 Trocknern letztendlich. Und dann kamen die Werk 2, 3, 4, 5 in den Jahren danach bis in die 20er Jahre hinein. Das war dann auch die eigentliche Nutzung der Braunkohle in dem Bereich. Und zwar bis in die 50er Jahre, 60er Jahre hinein. Also der Wärmebedarf der Region hier wurde mit Briketts erfüllt in diesen Jahren. Also ich bin Paul Strack, wir haben ein Gartenlandschaftsbauunternehmen und fahren auch einige Kohlen. Wir gehen die dann in der Fabrik in Wachberg abholen. Die Kohle, wenn wir die kriegen, ja, das ist schon ein bisschen schmutzig in der Einfahrt. Man muss es ja sauber machen und die Kohle muss man reinschmeißen. Und früher, wie ich noch jünger war, habe ich das alles alleine gemacht. Und heute habe ich ja mein Alter, da sind die Söhne da, die helfen mir. Ne? Aber früher, das war für mich kein Problem. Ich bin ein Kerl, der arbeiten kann, denke ich wenigstens. Mein Name ist Heinrich Strack. Ich bin geboren 1933. Ja. Und ich war bei der Rheinbrau beschäftigt als Lokführer von 1958. Und der Ofen, den ich hier habe, den haben wir 1982 gekriegt. Und von der Zeit an kriege ich Deputatbegriff. Wir haben sonst immer die 4 Tonnen gekriegt und da haben wir noch 10 Cent, eine halbe Tonne dabei gekauft. Und die hat uns voriges Jahr 90 Euro gekostet. Meistens kriegten wir immer neue Kohlen, so im März oder vielleicht auch im Mai. Und dann hält das das ganze Jahr bis nächstes wieder. Ne? Aber dieses Jahr, wenn wir die weghaben, da wollen wir ja Schluss machen. Und da wollen wir auf Gas umstellen. Wenn ich keine Kohle mehr kriege, dann kriege ich den Strom. Ich habe den Ofen bei uns angeheizt, so um 6 Uhr. Ne? Da tue ich ca. 15 oder 16 Briketts und ein Stückchen Holz. Und wir haben uns morgens geduscht um 7 Uhr und da war das Wasser schon warm. Ne? Und ich musste im Winter musste ich alle 3 Stunden neu heizen. Ne? Und die 50er, 60er Jahre mit rund 13 Millionen Tonnen pro Jahr, das war die Hochzeit der Brikettierung. Da gab es hier in der Region 30 Fabriken, ähnlich wie die hier in Wachberg sind. Und das ist dann sukzessive abgeschmolzen. Und aktuell ist, wie gesagt, die Fabrik Frechen die letzte, die wir hier noch haben, mit in den letzten Jahren rund 1 Million Tonnen Braunkohle pro Jahr. Wir haben hier wirklich, das haben auch viele Spediteure sehr positiv gesehen, dass wir also ein 24-Stunden-
Betrieb haben. Die können montags morgen ab 6 Uhr hier aufschlagen und dann war das in der Regel alle 14 Tage, sofern wir Wochenendproduktion hatten, konnten die bis samstags um 12 Uhr sich hier anmelden und noch laden. Ich bin Birgit Rohde, bin jetzt 58 Jahre alt und bin seit 31 Jahren über eine Zeitarbeitsfirma in das Unternehmen gerutscht. Wir sind so dieses Bindeglied zwischen Produktion, Ladestelle und dem Kunden. Und da versuchen wir dann immer, dass das alles rund läuft, dass alle im Endeffekt am Ende sagen können, es hat geklappt. Ne? Und wenn man dann mal ein Dankeschön kriegt oder man merkt es einfach, ja, dass man halt auch so ein gutes Feedback bekommt von unseren Dienstleistern. Das sind also in dem Falle die Spediteure, dass die auch wirklich dann immer ihr Bestes geben, ne? Weil die eben auch von uns die Unterstützung bekommen haben in all den Jahren. Ne? Also wir haben eine Höchstgrenze mal so ausgesetzt, um das abzugrenzen, bei 1500 Tonnen ungefähr. Wir haben immer so gesagt, ja, so 70, 75 LKWs. Damit haben wir dann so eine Verladekapazitätsgrenze eigentlich erreicht. Haben aber oftmals auch Tage gehabt, wo wir über 2000 hatten. Mit der aktuellen Situation, jetzt die Anfrage bezüglich der Briketts der Verfügbarkeit, ist es leider so, dass wir momentan definitiv keine Ware mehr zur Verfügung haben. Wir haben sehr viele Anfragen von Händlern, auch Endverbrauchern, die bei uns aufschlagen, die wir dann leider mitteilen müssen, dass bedingt durch den gesetzlichen Kohleausstieg der Abfahrbetrieb in unserem Bereich stattgefunden hat. Wir im Prinzip jetzt nur noch die Geschäfte abwickeln und so allmählich aus dem Geschäft verabschieden und auch keinen Einfluss drauf haben. Unsere Vertriebschefin, wir haben eine Vertriebschefin, meine direkte Vorgesetzte, ne, auch da eine Frau, ich als Teamleiterin Frau, ich wurde respektiert. Ich habe nie was anderes kennengelernt. Ne? Ob es nur die Kollegen waren im Betrieb, wo man ja eher sich vorstellen könnte, dass die sagen, was will eine da? Und ist mal noch jemand, der im Büro sitzt und dann noch eine Frau. Nein, das ist uns hier nie irgendwie bewusst geworden. Wir haben mittlerweile immer mal mehr Frauen dabei. Also gerade im Elektrobereich kommen immer mehr Frauen rein. Und natürlich haben wir im Vertrieb und hier in den Verwaltungstätigkeiten auch so relativ viele Frauen. In der Summe sind es aber immer noch nicht mehr als 5%. Ein Bagger praktisch aus dem Tagebau. Ja, ich meine, ohne den Bagger und den Tagebau wird es mich hier nicht geben. Ne? Das ist eine sehr interessante Tätigkeit in all diesen 30 oder 31 Jahren gewesen. Ja, gut, klar, ich werde mich von meinen Kollegen verabschieden. Bin guter Hoffnung, dass ich da tränenfrei rausgehe, obwohl ich jeden Tag jetzt immer schon so ein bisschen so ein komisches Gefühl habe, mir so ein bisschen schwer ums Herz ist. Ich sag jetzt mal, da ich noch nicht allzu lange jetzt hier bin, geht es mir nicht ganz so nah als für die Kollegen, die jetzt, ich sag jetzt mal, 30, 40 Jahre nur jetzt hier im Werk waren. Für die ist, glaube ich, geht es ein bisschen mehr ans Herz. Also mein Vater hat auch hier, also nicht hier, sondern in Bernrath-Wille gearbeitet. Da gab es auch eine Brikettierung und als kleiner Knirps habe ich halt das viel mitbekommen und habe auch gerne meinen Vater auf der Arbeit besucht und der hat mir auch gerne mal alles gezeigt. Das heißt, ich bin wirklich damit groß geworden, auch zu Hause mit den Briketts. Ne? Wir hatten Öfen gehabt, womit wir mit Briketts geheizt haben und dementsprechend finde ich es wirklich toll, hier zu arbeiten. Also, ich mag es wirklich sehr. Ne? Und umso schade ist es wirklich, dass es schließt. Ne? Das ist halt eine große Ära, die zu Ende geht. Das kann man nicht anders sagen, weil 120 Jahre ist nicht wenig. Ne? Und ist wirklich sehr schade. Gänsehaut. Ja, ist schade eigentlich. Aber können wir nichts dran ändern. Die Politik. Für mich geht es weiter. Im Laufe des Jahres werde ich nach Fortuna Bergheim versetzt. Und da werde ich auch die gleiche Funktion weiter ausführen. Trotzdem finde ich schade, dass hier zu ist. Also wir hatten hier über 30 Jahre, wie gesagt, Zusammenarbeit mit den Kollegen, Mitarbeitern. Das ist, was ich auch sehr schade finde. Das war ja familiäre Beziehung zum Teil. Und das hört dann jetzt natürlich auf. Wir werden ja alle versetzt, jeder kommt woanders hin.
Es ist schon ein sehr komisches Gefühl, jetzt gerade auch, wenn verschiedene Fabrikteile schon außer Betrieb geht, und die Kollegen dann kommen und Fotos machen und so. Ne? Dann da gegenseitig so ein bisschen was rumfotografieren, um die Erinnerung ein bisschen zu halten. Das ist natürlich traurig, gar keine Frage. Aber ich denke mal, wir werden da auch irgendwie alle drüber wegkommen müssen. Und es geht dann irgendwie in eine andere Richtung weiter. Also innerhalb der Abteilung kennt man sich wirklich sehr gut, weil man halt auch wirklich viel Zeit miteinander verbringt mit seinen Kollegen. Und aktuell ist natürlich das Personal weit runtergegangen. Also früher waren hier mal bis zu 10 Mann beschäftigt, heute sind es nur noch 3 Mann. Als wir jetzt im Februar die 7-Zoll-Brikettierung außer Betrieb genommen haben, war ich eben dabei, wie diese Maschine, die ja jahrzehntelang ihren Dienst getan hat und gearbeitet hat, wie die ihre letzten aktiven Drehungen macht und danach stillsteht. Und das hat mich echt berührt. Und immer wenn ich jetzt ins Werk reinkomme, das ist einfach leise in dem Werk. Und wenn man ins Werk daneben geht, da laufen die Pressen noch auf Hochtouren. Das ist ein ganz eigenartiges Gefühl. Und da habe ich auch schon ein bisschen Sorge für, wenn wir Jahresende dann auch noch die letzten 3-Zoll-Pressen außer Betrieb nehmen, dann wird einem schon ein Stich ins Herz geben.